ein herzliches Willkommen zum mittlerweile 8. Let's Talk About, dieses Mal wieder mit Dominik. Hallo! Und heute mit dem Thema, das ich letzte Woche eigentlich schon machen wollte und dementsprechend auch angekündigt habe. Was passiert, wenn Träume zur Realität werden, beziehungsweise man sich selbst in seinen Träumen verliert? Heute mal ohne großen Infopart oder so, einfach mal direkt straight losgeredet. Grundsätzlich ist es ja so, dass bis vor ein paar Jahren gerade Videospiele in den Verruf waren, dass sie sich relativ schnell in ihren Fantasiewelten verlieren und dementsprechend das soziale Leben, das reale Leben abkapseln. Es gibt auch genug Tagträumer in der Filmindustrie oder eben in den Buchhandlungen, in den Büchern, also die ganzen Bücherwürmer eben auch. In der Welt der Bücher, so rum. Ja, es ist schön. Man redet darüber, man versucht sich zu artikulieren und manches Mal klappt es eben nicht. Manches Mal. Ups. Dementsprechend dachte ich mir, dachten wir uns, es wäre vielleicht mal ein ganz spannendes Thema, direkt darüber mal zu reden. Ja, ist klar. Und da vielleicht auch das eine oder andere Thema anzusprechen, das in der Hinsicht dann auch relevant wird. Zum Beispiel eben, direkt mal angefangen bei diversen Videospielern. Klassisches Fallbeispiel, Welt von Warcraft. Mhm. Keine Werbung zu machen. Es gibt aber natürlich auch andere Beispiele wie die Liga der Legenden oder eben Eiweiß 2. Ich kenne das Musikanten. Ja. Wer Eiweiß 2 nicht kennt, es ist der Dotter gemeint. Das sind einfach. Ja, man muss die Spiele mögen, um die Namen richtig aussprechen zu können. Ja. Muss man nicht, aber ist von Vorteil. Jedenfalls sind das allein schon drei krasse Beispiele der heutigen Zeit, in denen man sich relativ leicht verlieren kann. Demnächst kommt jetzt auch ein viertes dazu, das relativ viele Menschen gefährden wird. Das ist The Elder Scrolls Online. Mhm. Wobei das mehr vergleichbar ist mit einem World of Warcraft als mit einem Elder Scrolls. Es ist einfach, habe ich auch schon mal erwähnt in einem Talk, glaube ich, es ist einfach viel zu flach von der Story her, um da wirklich ein Elder Scrolls sein zu können. Es fehlen einfach so viele Schichten und Story-Handlungen. Und in der Closed Beta hieß es, der Startbereich sei fertig. Und was ich da gesehen habe, war einfach zu knapp. An allen Ecken und Enden. Aber trotzdem kann es natürlich dadurch, dass es durch das Level aufsteigen, neue Fertigkeiten, neue Skills, neue Bereiche, einfach zu seiner, vor allem bessere Gegenstände auch, zu einer so krassen Suchtspirale kommen, dass es eben genauso abhängig macht wie die anderen Spiele in dem Sektor. Und dementsprechend fällt es dann vielen Menschen schwer loszulassen. Aber was jetzt eigentlich tun, wenn jemand wirklich in diesen Suchtkreis fällt, beziehungsweise wenn jemand wirklich sich selbst in der Realität verliert? Das ist ein ziemlich, wie soll ich sagen, schwerwiegender Fall. Da gibt es natürlich verschiedene Stufen, wenn ich das mal jetzt so ausdrücken kann. In den extremsten Fällen ist es dann so, dass die, ich will jetzt nicht sagen Opfer, aber die Spieler oder die halt Süchtigen. Die Süchtigen, danke, dass halt die Süchtigen den Unterschied zwischen Realität und Fantasie nicht mehr unterscheiden. Also sie können Realität und Fantasie nicht mehr unterscheiden. Sie leben im Prinzip in ihrer eigenen vermischten Welt. Das kann in extremen Fällen so weit führen, dass sie Konfrontationen, die sie in Videospielen oder in Filmen sehen bzw. selbst durchspielen, auch im echten Leben suchen, sich als Charaktere ausgeben, die sie in Spielen zum Beispiel verkörpern. Das kann theoretisch so weit gehen, dass sie wirklich meinen, wie bei einem Spiel unsterblich zu sein oder übernatürliche Fähigkeiten zu besitzen. Manche nehmen das dann auf die leichte Schulter und machen einfache Witze darüber zum Beispiel und machen Mutproben, wie weit dieser Süchtige wirklich gehen würde. Das Problem ist, wenn man einmal so weit ist, dass die Grenze nicht mehr vorhanden ist, da
dann gehen diese Süchtigen auch wirklich weiter. Wo ich jetzt zum Beispiel mit gesundem Hausverstand sagen würde, okay, ich spiele jetzt, keine Ahnung, ich will keine Werbung machen, ich spiele jetzt Hallo und da springe ich von dem Haus runter oder springe von irgendwo runter, lande rauf, mir passiert nichts. Bei solchen Süchtigen, wo diese Grenze nicht mehr da ist, die springen im echten Leben auch runter, von der gleichen Höhe. Weil die wirklich so davon überzeugt sind, dass sie in dieser Welt leben, die, in der alles im Prinzip anders ist, im Gegensatz zu unserer Welt, also mit Außerirdischen und so weiter und so fort. Und die springen dann wirklich und ja, ihr könnt euch dann vorstellen, wie das Ganze ausgeht. Dementsprechend gibt es natürlich auch eine andere Gruppe von Süchtigen, die verwechseln zwar nicht die virtuelle Realität mit dem echten Leben, die haben allerdings das Problem, dass sie sich im realen Leben unwohl fühlen. Sie haben ähnliche Probleme, die sie nicht geschultert bekommen, sei es jetzt finanziell oder psychisch oder durch das Umfeld bedingt einfach. Und die flüchten sich einfach in diese Fantasiewelten, wo es ihnen gut geht, wo sie diese Sorgen nicht haben, wo sie sich den Problemen ohne irgendwelche Sorgen stellen können. Einfach um diesen Gefahren quasi in der Realität aus dem Weg zu gehen. Und irgendwann verlieren sie sich dann dementsprechend komplett in diesen Welten. Das sind die zwei größten Gruppen von Videospielsüchtigen, die wir momentan aus den verschiedenen wissenschaftlichen Studien raus lesen können. Und dann gibt es natürlich noch die anderen, die dementsprechend durch Filme oder Bücher reagieren. Da ist es bei weitem nicht so stark vorhanden, aber es gibt durchaus auch Leute, die das verwechseln. Und ich kenne da aus den Nachrichten eine Story von einem absoluten Filmfan, der hat über 20, 30 Jahre alle möglichen Actionfilme gesehen und war am Schluss irgendwann der Ansicht, er sei der Terminator und könnte von Kugeln nicht verletzt werden. Hat dementsprechend angefangen, kleinere Verbrechen zu begehen, bis er eines Tages erschossen wurde, weil er einfach dämlich gelacht hat. Ich muss dazu sagen, das war die Situation, er hatte eine, also erstens war er in Amerika, das ist das Erste. Es ist immer in Amerika sowas. Und zweitens, er ist in den Laden rein, wollte den überfallen mit einer Pistole, wozu auch immer Terminator eine Pistole braucht, und ist einem zweiten Kriminellen über den Weg gerannt, der den Laden auch ausrauben wollte, also dämlicher Zufall. Und er hat den anderen dann einfach angelacht und meinte, schieß doch auf mich, mir kann eh nichts passieren. Game, Set and Match. Boah. Ist jetzt hart, aber also, es gibt das nicht nur in Videospielen, weil das halt in den letzten Jahren bei uns so stark polarisiert wird. Aber ja, jetzt mal generell gesagt, wer sagt denn eigentlich, dass wir, die diese Menschen als Spinner erklären, eigentlich die sind, die träumen? Nur mal hypothetisch. Hypothetisch, ja, rein hypothetisch, ist jetzt nicht ernst gemeint, ist nur eine Überlegung. Es ist alles hier reine Theorie, bitteschön. Also ja. Einfach ein paar Gedanken in alle Richtungen ausweiten lassen. Ich komme dann später auch noch zu komplett anderen Ansätzen, aber das mal für den Anfang. Jetzt ist es generell so, wer sich mit diesen Traumwelten und Traumfantasien und wie weit das alles möglich ist beschäftigen möchte, keinen Bock hat, hunderte Psychologiebücher zu lesen und so weiter, sollte sich einfach mal ganz kurz den Film Inception anschauen, dauert auch 3 Stunden, aber oder fast 3 Stunden mit Werbepausen im Fernsehen. Wer im Kino gesehen hat, keine Ahnung, wie lange das da gedauert hat. 1,5 Stunden. Wahrscheinlich. Eine halbe Stunde. Die Werbepausen länger sind als die Filmschnipsel dazwischen. Da wird viel über Traumwelten indirekt erklärt. Zwar ohne die ganzen Fachtermini und so weiter, aber die braucht man im Prinzip nicht, um darüber reden zu können. Jedenfalls ist es so, um aus einem Traum aufzuwachen, braucht man, und das ist in Inception ein bisschen übertrieben gezeigt, einen Schockmoment.
Also vor allem, wenn man wirklich bewusst träumt. Also ihr kennt es ja vielleicht, dass ihr manchmal einen Traum habt und am nächsten Morgen aufwacht und euch nicht daran erinnern könnt. Dann gibt es Träume, an die könnt ihr euch glasklar erinnern, und dann gibt es Träume, die kriegt ihr nicht mal mit. Und aus diesen Träumen, die ihr bewusst träumt, also die, wo ihr dann am nächsten Tag noch genau wisst, was genau passiert ist, um aus denen aufzuwachen, braucht ihr irgendeinen leichten Schockmoment. Ja? Das ist das Gefühl des Fallens, wie es eben in Inception total übertrieben erklärt wird und auch gezeigt wird. Oder sei es, dass irgendwas auf euch zufliegt, das muss jetzt nicht mal irgendwas Gefährliches sein. Das kann auch eine Wasserflasche sein, die euch einfach ganz leicht zugeworfen wird. Muss nicht mal wirklich quasi geschossen werden. Einfach irgendwas, um euch da eben aus dem Konzept aufzurütteln. Kann auch einfach irgendjemand sein, der euch erschreckt oder so. Na ja, schön drum. Ja, das und ich meine, rein hypothetisch, wer sagt denn nicht, dass wir gerade oder dass einer von uns hier gerade eben das alles träumt? Zum Beispiel du, wenn du das schaust jetzt gerade. Ja, genau du. Genau du. Wer sagt denn nicht, dass du das alles träumst und wir alles nur Einbildungen von dir sind? Das wäre aber ziemlich... Ich glaube, das geht für das menschliche Gehirn fast zu weit. Wenn man sich selbst vorstellt, man ist nur Teil eines riesig großen Komplexes. Im Prinzip unserer Erde, unseres Sonnensystems, was allein in einem einzigen Menschen gerade drinsteckt, der das alles träumt. Das würde so weit gehen, würde man jetzt sagen, ist jetzt mein Leben, ich bin jetzt Teil eines Traumes, hypothetisch. Ich bin jetzt Teil eines Traumes, also einer von euch träumt das hier. Ist jetzt mein ganzes Leben Teil dieses Traumes? Oder erfährt der Träumer nur einen Teil meines Lebens und mein Leben ist im Prinzip auf Teile zerstückelt, wo jeder Mensch einen anderen Teil träumt? Heißt das, es gibt jetzt hunderte von Menschen auf der Welt, die schon irgendeinen Teil von meinem Leben geträumt haben? Zum Beispiel. Autsch. Ja. Autsch. Ja. Also auch die ganz, ich sage jetzt mal, intimen Momente. Ja. Autsch. Ja. Okay, um wieder ein bisschen mehr sinnwürdiger zu werden. Das ist eine sehr unwahrscheinliche Theorie, dass wir einfach die Fantasie quasi eines einzelnen Träumers sind. Was schon sehr wahrscheinlicher ist, ist die Theorie, dass alles um uns mehr oder weniger eine Traumebene ähnlich der Matrix ist. Wer die Matrix-Filme noch kennt, die sind schon ein bisschen älter und haben auch nicht den besten Ruf heutzutage. Weiß, wovon ich jetzt spreche. Wer sie nicht kennt, kurze Erklärung. Aber man soll sie eigentlich kennen. Zu Zeiten der Matrix haben die Maschinen eine Möglichkeit gefunden, das Gehirn des Menschen anzuzapfen, um uns in eine virtuelle Realität zu stecken. Also unseren Geist. Und es ist relativ schwierig, daraus zu entkommen. Man kann zwar merken, dass man in dieser quasi Matrix ist, aber solange man nicht jemanden hat von draußen, der einen befreien kann, schaut es ziemlich düster aus. Und dementsprechend wäre das eine wesentlich glaubhaftere und möglichere Variante, dass unsere Realität, unser Leben hier einfach nur ein Traum ist. Und zwar in Form einer virtuellen Realität, quasi ein Videospiel, in dem wir uns bewegen. Natürlich kann sich jetzt da mancher von uns denken, okay, wenn das jetzt wirklich stimmen sollte, wenn ihr komplett davon überzeugt seid, dann kann ich in dieser Welt, also in dieser Realität sowieso machen, was ich will. Weil wenn ich im Prinzip drauf gehe wie in einem Computerspiel, na gut, dann hat halt der echte Spieler, also in der wirklichen Welt, wo man wirklich existiert, weil das ist ja sozusagen nur eine Scheinwelt, dann hat einfach der in der wirklichen Welt hat einfach dieses eine Spiel verloren. Könnte man jetzt theoretisch, hypothetisch gleichsetzen mit dem Tod? Wenn jetzt im Prinzip ich jetzt so sterbe, ist nur dieser Charakter von dieser Welt gegangen, aber der Hauptspieler, mein Unterbewusstsein mehr oder weniger, dass sich in einer anderen Dimension befindet, das lebt nach wie vor weiter, wäre dann im Prinzip in Verbindung mit der Reinkarnation zu setzen. So in etwa. Man könnte es natürlich noch weiter in die Richtung gehen, aber ich möchte jetzt noch ein bisschen umdrehen in eine andere Richtung.
wir sollen das Ganze auch in einem gewissen zeitlichen Rahmen halten. Und zwar genau andersrum jetzt wieder, wie ich es am Anfang eben gesagt habe. Reden wir weiter. Also, Konzept. Konzept weg. Ich suche gerade den Faden, den ich verloren habe. Moment. Wenn jetzt eben jemand sich in dieser virtuellen Realität verliert, also jetzt wieder Standpunkt, auf dem wir eigentlich die ganze Zeit über sind und waren, das hier ist die Realität. Also nichts jetzt irgendwie Unterbewusstsein und vergesst das alles wieder. Genau, also wir sind jetzt wieder beim alten Standpunkt und arbeiten das nochmal kurz auf. Jemand verliert sich in dieser virtuellen Realität. Check. Jetzt ist es so, es gibt natürlich die Hardcore-Süchtigen, über die wir vorher schon gesprochen haben, aber es gibt dann auch Menschen wie mich, die sich einfach mal am Tag 2-3 Stunden... ja! die sich einfach mal so 2-3 Stunden am Tag verteilt hinsetzen und zocken und sich halt in dieser Welt verlieren. Einfach mal, um da ein bisschen abschalten zu können und Spaß zu haben. Es ist im Endeffekt trotzdem ein Unterhaltungsmedium wie das Fernsehen. Und man verliert sich in einem Film genauso wie in einem Videospiel. Das ist oder in einem Buch. Oder in einem Buch. Ich lese gerade zum Beispiel auch Jack the Ripper, Anatomie einer Legende. Und ich finde es extrem spannend und ich habe auch gestern Abend wieder 2 Stunden gelesen und am Schluss dachte ich, boah, war jetzt 10 Minuten. Also kann man sich da genauso verlieren, wenn das Buch spannend genug ist und es einen interessiert. Oder wenn man eben im Kino sitzt und, also im Kino fällt es mir immer extrem auf, aber ich gehe halt auch nicht allzu oft ins Kino, dass ich dann in einen Film schaue und da sitzt plötzlich irgendwie mal schnall, okay, eigentlich bin ich hier jetzt nur Zuschauer und nicht irgendwie mittendrin, aber ja, vor allem mit den richtig 3D gedrehten Filmen wird das manchmal ziemlich heftig. Also es gibt dann die 3D nachbearbeiteten, wo man sofort merkt, okay, das ist eine Leinwand, die einfach irgendwo schief hängt oder vielleicht irgendwo eine Kuppe hat, weil irgendwie dahinter noch ein Lautsprecher hängt, den man irgendwie nicht abgebaut hat oder so. Habe ich in diversen Kinos alles schon erlebt. Und für die Menschen, die sich da eben für diese kurze Zeit drinnen verlieren, um einfach abschalten zu können, ist das, denke ich, ja, eigentlich legitim, weil das gab es eigentlich schon immer. Dabei würde ich jetzt sogar so weit gehen, dass ich sage, dass es früher, bevor es diese ganzen technischen Unterhaltungsmedien gab, natürlich einerseits die Spielereien als Kinder waren, Räuber und Gendarm zum Beispiel. Wer kennt's nicht? Aber bei der heutigen Jugend... Bei der heutigen, wir reden jetzt vor 10 Jahren. Ja, wir sind auch schon knapp, sagen wir 15. Sagen wir 15. aber... Bei dementsprechenden Personen finde ich dann ehrlich gesagt total legitim, dass die das dann auch durchziehen. Und nochmal jetzt, um den eigentlichen Faden wieder aufzunehmen. Ach schön, so viele Sätze angefangen. Ja. Und das würde dann in den früheren Zeiten sogar so weit gehen. Es ist schön, dass du das siehst wie ich. Dass ich dann sagen würde, dass es sogar bis in den Glauben reingereicht hat, dass dann die Kirche dieser Ausgleichsort war, an dem man abschalten konnte, diese Ausgleichsrealität. Mhm. Ja, irgendwie hört sich teilweise logisch an. Ich meine, man muss dazu sagen, Kirche, ich will jetzt gegen keine Kirche irgendwie Hetzerei oder so begehen. Töte den! Nein, die Kirche, welche auch immer, ist ja im Prinzip auch Trost für den Menschen. Nach dem Tod kommt etwas. Es ist, dann ist diese Ungewissheit mehr oder weniger weg, je nachdem wie stark man da zweifelt, beziehungsweise ja, wie skeptisch man halt ist. Aber ich glaube, da hast du ganz recht, dass das irgendwie ein Abschalten war. Man befand sich im Prinzip, man war in Verbindung mit etwas Übernatürlichem. Mit einer eigenen Welt, wo man im Prinzip tagträumen konnte, wo man weiß, da kommt man hin, da wird was ich weiß, was soll ich schon wissen, was wird da sein.
das Paradies halt. Sonne, Strand, keine Ahnung. Aber irgendwie, man hat dann versucht, nach den beiden Weltkriegen, wie das dann immer mehr mit der Unterhaltung und so, wie soll ich sagen, aufgekommen ist, danke. Schlechtes Deutsch. Wie ich vorher sagte, man versucht sich zu artikulieren und manchmal geht's schief. Ja. Durch Filme, Videospiele. Das ist im Prinzip eine andere Art, in solche Welten einzusteigen. Was ich halt schade finde bei dem Ganzen, dass man dann oft verurteilt wird. Wenn jetzt zum Beispiel, gehen wir wieder nach Amerika, wenn dort jetzt irgendein komplett wahnsinniger Schüler eine Waffe nimmt und einfach mal so ein paar Leute umknallt, dann schaut man bei dem beim Rechner, was hat er gespielt? Pokémon! Boah! Natürlich, Pokémon! Er hat Pokémon gespielt. Was hat er bei Pokémon? Ein Pokémon, das umher was schießen kommt. Nein, er hat natürlich irgendwelche Shooter-Spiele gespielt. Und was ich dann traurig finde, viele Menschen brauchen diesen Ausgleich, dass sie in dieser anderen Welt drinnen sind. Und ein kleiner Prozentteil schafft es halt dann nicht, aus dieser Welt wieder rauszukommen, weil er einfach diese Welt zu sehr braucht. Er ist abhängig von ihr geworden. Und da finde ich es schade, dass man dann auch er hat auch schon Shooter-Spiele gespielt, auch wenn er jetzt nicht so, er ist gut drin. Sagen wir, er ist gut. Akzeptabel. Ich bin in einer Katastrophe. Ich wollte gerade sagen, ich spiele auch Wirtschaftssimulationen, Wirtschaftsspiele, echte Strategie und trotzdem sage ich, ich bin ein Börsenhai oder der nächste Kommandant für das österreichische Bundesheer. Das werde ich sowieso nicht machen. Nein, ich finde es einfach schade, dass dann alle so in den Topf geworfen werden, obwohl manche das einfach als Ausgleich brauchen zur, ich sag mal, harten, normalen Welt, zur realen Welt. Ich muss arbeiten, ich brauche Geld, ich muss meine Familie ernähren. Braucht man einfach mal so eine Zeit zum Ausschalten. Und da finde ich es traurig, dass dann alle in den Topf gesteckt werden. Ja, ihr alle seid Massenmörder und Börsenhaie und was weiß ich was, Profi-Rennfahrer. Ich finde es einfach schade, dass das heutzutage so in Verruf gekommen ist, das Ganze, obwohl es eigentlich vielen von uns einfach nur gut tut, mal in so einer Welt drin zu sein, in der es weniger Probleme gibt. Ja. Dun, 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 dun. Nein, ich denk mir nur, dass das eigentlich ein schönes Schlusswort war. Was habe ich mir auch gedacht? Ich habe mir gerade überlegt, was könntest du jetzt irgendwie drauf sagen, anzuknüpfen? Es ist schwierig. Nein, es ist nicht nur schwierig, es ist vor allem auch unnötig, weil das ist eigentlich genau die Frage, die ich am Ende stellen wollte. Was denkt ihr dazu? Wie ist das jetzt wirklich für die Menschen zu sehen, die da wirklich einfach nur eine Weile abschalten wollen, um sich danach eben wieder quasi mit frischer Energie eben ihren Problemen zu stellen? Denkt ihr auch, dass die auch eben durch diese Probleme in diese Suchtspirale stärker reinfallen können als Menschen, die einfach so spielen? Oder glaubt ihr, dass die eigentlich schon in dieser Suchtspirale drinnen sind? Das war spannend, eure Meinung dazu zu lesen. Ja. Ja, dann... Endcard! Achso, wir werden wieder kleiner. Okay, dann erstmal vielen herzlichen Dank fürs Durchhalten, Leute. Es war heute wieder ein etwas längeres Talkabout. Ernsthaft? Ja. Ich habe kein Zeitgefühl gerade. Ich glaube, eine halbe Stunde war es. Die letzten beiden habe ich auch eine Viertelstunde oder so gehalten. Wenn ihr so lange durchgehalten habt, gratuliere, ihr gewinnt genau nichts. Doch, Lebenserfahrung. Yay, level up! You've seen a YouTube video from Pseudos and LP Binder. Level up! Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn nicht, einen Daumen nach unten und natürlich entsprechende Kritik und Hinweise in die Kommentare. Unter uns könnt ihr wieder abonnieren. Irgendwo da. So. Da drüben geht es wieder zu zwei Videos. Oben kommt ihr zum Let's Play. Schieß mich tot, ich habe keine Ahnung. Let's Replay League of Legends.
Okay, und unten kommt ihr zum Let's Play Minecraft von mir. Link zu seinem Blog, meinem Blog, Facebook und so weiter in der Videobeschreibung, habe ich schon gesagt. Nein. Hast du aber noch nicht? Okay. Ja, ich bin heute den ganzen Tag am Aufnehmen, ich bin langsam konfus. Wolfgang, kommst du mal, es gibt Essen. Was hast du denn abgelotet? Den habe ich letztens im Internet gelesen. Der ist so tief, aber er ist nicht schlecht. Komme ich gleich drauf zurück. Auf jeden Fall, wir wünschen euch eine wunderbare Zeit. Habt Spaß, was immer ihr auch macht. Und wir sehen uns dann entweder nächste Woche oder spätestens in 2 Wochen wieder zum nächsten Talk About. Und bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Was? Der sagt immer, dass das was ausgerechnet und was ich dann nicht verstehe, dass da immer so wunderschöne Zahlen rauskommen. Du kannst keine wunderschönen Zahlen rauszubringen bei einem Scheiß, der nicht funktionieren kann. So, ich glaube, was ist das jetzt? Welcher Knopf ist das jetzt? Hallo. Das ist, wer ich da ausgelöst habe. Und? Natürlich, das ist ja plötzlich von dir reingekommen. Du machst immer voll auf zivilisiert noch hochgescheit und ich muss immer den Schwulen spielen. Wie war das? Dieses Video ist für uns alle Neuland. Ja, okay. So, bitteschön. Also, was auch immer. Also, erst einmal machen wir das. Ja, ist mir klar. Hast du eine Playlist überlegt für den Endcard? Ich habe eh noch Minecraft. Passt. Ich werde nämlich nicht los. Achso. Ich sag dir gleich, man nichts zusammengeschrieben oder irgendwas angeschaut, ich hab mir das so vorgestellt, wir begrüßen, du fängst nochmal zum Rennen und dann fangen wir einfach zu diskutieren, so wie es wirklich ein letzter Talkabout sein sollte. Ich hab meinen selbst schon angeschaut, das ist recht. Ah, weh. Im Prinzip ist der ganze Film ja ein Traum. Welcher ganze Film? Was? Inception. Hab ich noch nie gesehen, ich wollte mir unbedingt schon mal anschauen, aber dann hab ich den Karten mit mir angeschaut. Eben, die haben es in den Tag 3 oder 4 in der Früh im Fernsehen gespielt, haben wir einmal angeschaut. Mhm. Also in der Früh meine ich von 3 bis 6 Jahren. Also. Ja. Ist der wirklich so gut? Nein. Nicht? Er gibt viel zum Nachdenken, aber als Film, als Unterhaltungsmedium ist er nicht gut. Okay. Das war jetzt alles eigentlich schon fürs Tag gebaut. Passt. Okay, naja, dann. Okay. Ich renne eh schon die Aufnahmen. Ja, eh. Alles aber Problem ist keine Begrüßung. Keine Begrüßung, nichts, Mundwort. Das außerdem. Mhm. Okay, gehen wir so. Ich drücke mal einfach warten. Hey ho und ein herzliches Willkommen zum mittlerweile 8. Let's Talk About. Dieses Mal wieder mit Dominik. Hallo! Und heute haben wir das Thema, das ich auch letzte Woche schon angekündigt habe. Reins Mikro? Schau dir mal rum. Das Mikro läuft. Das Mikro läuft uns davon. Scheiße. Also nochmal von vorne.